Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex mir doch am Arsch Nummer 2. So, hier wollen wir gar nicht rumlaufen. Wobei, wir wollen doch ein bisschen hier rumlaufen. Ja, wir sind gerade wieder bei den, ich wollte gerade sagen, bei den Elben. Bei den, ihr wisst schon, bei den Alps. In der Vorstadt, wie es aussieht. Hier ist auch alles sehr schön. Einen haben wir nicht weggesnackt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Oh, ihn, oh. Oh Gott. Das sind zwei. Oh Gott, das war keine gute Idee. Ja, sie ist schon down. Ich hau mich mal eben weg. Das war nicht gut. Ciao. Oh Gott, da ist ja wieder so ein Viech. Au! Das fängt ja gut an heute. Greif mich jetzt aber nicht an, ja? Danke. Ich war gerade unsicher. Ihn da würde ich mir gerne holen. Einfach nur aus Prinzip. Würde ich mal austesten. Ich frage mich halt, ob die anderen hinterherkommen. Ich glaube aber nicht. So, gespeichert habe ich. Wir gucken mal. Oh, mein Daumen. Ne, ist mein Zeigefinger. Entschuldigung. Hab grad einen Mückenstich. Ah. Sag mal, bleib mal stehen. Okay, nicht so. Dankeschön, ein großes Horn. Die haben wir letztes Mal auch stehen lassen. Ja, das da drüben war sehr unglücklich. Ach, guck mal, da drüben ist noch Spider-Man. Den holen wir uns auch nochmal schnell. Ich mache das immer gerne, weil vielleicht respawnen da ja Viecher und dann können wir immer noch ein paar XP abgreifen. Ich weiß nicht, was müssen, aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte immer noch ein bisschen leveln. Vorsicht. Ja, ich sehe schon. Wow, wow, der hat aber, hat sich sehr schön nach hinten übergebeugt. Das ist ja beinahe schon Kunst. So, da drüben. Oh nein, eine Technokröte. Eine Technokröte. Die nehmen wir aber auch mit. Die schaffen wir ja auch. Zu viel Cyberpunk gespielt, wa? Haben wir noch irgendwas XP-lastiges hier? Irgendwas, was uns gut tut? Eigentlich, weißt du was? Knarz, knarz. Ich liebe dieses Schneegeräusch, das sich anhört, als ob man zwei Styropor aneinander reiben. Hör mal. Oh, ich mag das so gerne. Ich weiß nicht warum. Auch wenn sie es wirklich nach Styropor anhört, aber diesen, den Typ, ich würde den trotzdem, den würde ich trotzdem gerne mal probieren. Den langen Lulatsch. Aber nicht in Kombination mit dem anderen Ding. Nur alleine. So, gespeichert ist. Oh, da ist noch einer. Ja, das ist der andere. Hallo?
Bauzimmer. Hat er sich hingesetzt. Guck mal. Hat er sich in Schnee gesetzt. So, dreimal Elex. Naja, ich meine, oh, warum nicht? Den anderen... Nee, den traue ich mir noch nicht. Mit dem Erlöser hingegen... Also wir würden den vielleicht sogar klein kriegen, aber es wird ewig dauern. Das wird ewig dauern. Knarz, 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 knarz. Okay. Ich glaube, mit dem Erlöser würden wir hier ganz schnell aufräumen. Dann könnten wir uns überlegen, aber dafür brauche ich, glaube ich, dann Geschicklichkeit. Wir bräuchten halt nur eine geile Fernkampfwaffe. Die Kamera ist ja so versetzt irgendwie. Hätte noch gerne eine geile Fernkampfwaffe. Hey, Radik, sag mal. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Okay. Dann lassen wir stecken. So. Wo bist du denn? Da drin? Irgendwie surreal, hier einfach so herumzulaufen. Ohne gezogene Waffe, meine ich. Ja, da sagst du was. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mir jeden Moment jemand in den Rücken schießen könnte. Und das würde mich nicht mal wundern. So, das hier ist so sinnlos, ne, mit diesem, dass da unten einfach so runtergeht. Direkt mal Architekten verklagen. So, Vergangenheitsgong, was soll das denn hier bitte, hm? Warum ist das denn nicht... Ist doch kein Wunder, wenn das Spiel manchmal freest, wenn hier noch Sachen rumliegen, die wertvolle Frames kosten. Aber das kann ich, das ist nicht, das kann ich nicht gutheißen. Was ist das da? Nichts, hier ist auch nur so, okay. Oh Gott. So. Oh. Wo kam der denn jetzt her? Hups. Unangenehm für alle. Okay, jetzt auch mal nicht mehr da. Verstehe ich nicht unbedingt. So, Wache, Wache. Oh Mann, hier sind so schöne Sachen. Oh, die kann man so schön mitnehmen. Könnte man. So, Irissa, was war denn nochmal mit uns beiden? Du, wie kannst du es wagen, vor mich zu treten? Verräter sind hier nicht erwünscht. Ach so. Elexitor Arzog hat mich geschickt. Mir ist es egal, ob er dich geschickt hat. Ich habe nicht vergessen, was du getan hast. Du hast den Hybriden gestürzt. Du hast die Konverter zerstört. Du hast unsere Leute getötet. Wenn ich könnte, würde ich dich auf der Stelle exekutieren lassen. Ich musste es tun. Mit dem Hybriden gab es keine Zukunft. Für niemanden. Und wer hat dich ermächtigt, darüber zu entscheiden? Hör zu, wenn du mich hinrichten lassen willst, dann tu es gleich. Nur sehe ich keinen Grund dafür. Ihr schlagt euch ganz gut, wie es aussieht. Du bringst uns ganz schön in Schwierigkeiten. Tu was. Hä? Dein Beurteilungsvermögen lässt wie dein Charakter zu wünschen übrig. Unser Elex-Vorrat ist kaum der Rede wert. Ein Großteil unserer Territorien ist verloren und der Kampf gegen die neuen Invasoren bindet wertvolle Ressourcen. Aber ganz ehrlich, das ist doch nicht alles meine Schuld. Ja, die wichtigere Frage ist doch, hier. Und was unternehmt ihr dagegen? Alles, was in unserer Macht steht. Nur, dass dir das klar ist. Ich wurde dazu bestimmt, Schaden von uns allen abzuwenden. Und du machst es mir nicht gerade leicht, deine Anwesenheit zu dulden. So sauer habe ich dich früher nie erlebt. Frag dich mal warum. Aber das ist nicht Gegenstand der Diskussion. Wenn du so ein Problem mit mir hast, warum diskutieren wir dann noch? Gib deinen Leuten den Befehl abzudrücken. Und Arzog damit zuwiderhandeln? Sicher nicht. Je länger ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir, dass ein schneller Tod zu gut für dich ist. Was erwartest du jetzt? Dass ich verschwinde? Ich stelle dich vor die Wahl. Entweder du stiehlst dich davon, wie du es schon einmal getan hast, oder du trägst deine Schuld ab. Wählst du Ersteres, verschwende nicht mehr unser beider Zeit und geh. Ja, dann sag doch mal an.
Wo wird meine Hilfe gebraucht? Zunächst einmal muss sich jemand von dir helfen lassen wollen. Ich bezweifle, dass das der Fall ist. Skibo hat meine Hilfe nicht ausgeschlagen. Was? Woher kennt ihr euch? Ich habe ihn auf seinen Wunsch hin hierher begleitet. Wenn es stimmt, was du sagst, wird er mir das sicher bestätigen können. Verdammt! Was war das? Los, alle mir nach! Oh oh! Oh oh! Teletubby winke winke! Okay, ist gespeichert, cool. Was war denn hier los? Oh, 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 ach du, was? Was ist passiert? Rede! Ich weiß es nicht, ich... Ich will antworten. Skibor, er war der Letzte, der... Der was? Er war hier und wollte sich seine Elex-Ration holen. Dann dieser Knall und... Das reicht. Du sorgst jetzt dafür, dass alle zurück an die Arbeit gehen. Ich übernehme ab hier. Jawohl. Du gibst mir jetzt eine klare Antwort. Ist das dein Werk, um uns weiteren Schaden zuzufügen? Was? Ich stand doch bei dir, als es passiert ist. Verkauf mich nicht für dumm. Nach Jahren der Abwesenheit schlägst du wieder auf, begleitest einen unserer Agenten und dann fliegt dieser mitsamt einem unserer Silos in die Luft? Zufall? Wohl kaum. Jetzt mach mal halblang. Welchen Nutzen sollte ich davon haben? Skibor hat jedenfalls keinen mehr. Ihn können wir vom Boden kratzen, während du hier stehst und alles abstreitest. Hä, aber ich hab doch... Genau, ja, ich bin genauso, ne? Ich würd das hier sagen. Finden wir lieber heraus, wer wirklich dahinter steckt. Wenn du tatsächlich nichts damit zu tun hast, ist es in deinem eigenen Interesse, mir Antworten zu liefern. Also tu das auch. Dreh hier jeden Stein um. Ich will ein genaues Abbild des Geschehens. Ich muss Alexitor Arzog Meldung machen. In einer Stunde habe ich deinen Bericht. An die Arbeit. Ich arbeite vielleicht nicht für dich. Was soll das? Hier gibt es nichts zu sehen. Aber das Elex. Was ist mit unseren Rationen? Aber... Darum wird sich gekümmert. Wer und wann? Commander Irissa. Und jetzt Schluss mit den Fragen. Die Agenten werden alles klären. Euch hat nur die Arbeit zu interessieren. Abmarsch! Ah, das muss ich mal bei uns in der Company einführen. Was willst du? Ich hab mal Fragen. Wer bist du? Ich heiße Xell. Ich sorge dafür, dass sich hier niemand an den Silos zu schaffen macht. Klappt ja gut. Den Job scheinst du nicht besonders gut zu machen. Zweifelst du etwa an meiner Effektivität? Naja... Aber du hast recht. Dieser Vorfall sollte nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ich werde Verstärkung beantragen, damit so etwas nie wieder passiert. Und sonst so? Was machst du, wenn nicht gerade etwas in die Luft fliegt? Ich passe auf, dass niemand Elex klaut. Diebe? Seit der Hybrid und seine maßlosen Pläne der Vergangenheit angehören, ist es bereits vorgekommen, dass hier gestohlen wurde. Dass wir Alps uns eines Tages gegenseitig bestehlen würden. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so weit kommt. Jeder hier bekommt auch seine Ration. Ich verstehe nicht, warum manche damit nicht zufrieden sind. Vielleicht kommen sie mit den Emotionen nicht klar und wollen deshalb mehr haben. Ne, das... Ja. Vielleicht kommen sie mit den Emotionen nicht klar und wollen deshalb mehr haben. Ich denke, das wird es sein. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob diese Gesellschaftsstruktur wirklich die richtige für uns ist. Vielleicht braucht es auch einfach seine Zeit, bis sich jeder an seine Elex-Ration gewöhnt hat. Kann ich hier auch eine Ration Elex bekommen? Nicht bei mir. Ich bin nur berechtigt, Leute an die Silos zu lassen, die bereits eine Erlaubnis haben. Die öffentliche Elex-Ausgabe findest du im Sektor der Soldaten. Direkt unterhalb der Silos. Sprich mit Commander Nox. Ja, da waren wir ja schon. Er wird dir sagen, ob dir auch welches zusteht. Da waren wir ja schon. Warte mal, Xelly, alter Freund. Kannst du mir mehr über die Explosion erzählen? Sie war gewaltig. Es hat mich glatt von den Beinen geholt. Was ist unmittelbar davor geschehen? Das, was ich Commander Irissa auch erzählt habe. Skibor wollte seine Elex-Ration abholen. Und kurz nachdem ich ihn vorbeigelassen hatte, flog hier alles in die Luft.
Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nein. Er trug auch nichts bei sich, womit sich diese Sprengkraft erklären lässt. Eine Apparatur, die dazu imstande wäre, hätte ich sofort bemerkt. Könnte jemand schon vorher eine Bombe am Silo angebracht haben? Ausgeschlossen. Der gesamte Bereich wird ununterbrochen überwacht. Irgendetwas oder irgendwer muss die Explosion herbeigeführt haben. Ich verstehe es auch nicht. Mit Logik lässt sich der Vorfall nicht erklären. Das ist auch alles, was ich dir dazu sagen kann. Das heißt, das Elex wurde vielleicht mit irgendwas hochgesprengt. Ja, also das Elex wurde selbst als Sprengstoff benutzt, vielleicht. Das Metall hier sieht nicht so aus, als wenn es vom Silo stammt. Ungewöhnlich. Was ist denn? Wow. Das ist düster. Alter, wir ratten ja mal also, dieses Gesicht. Oh, holy shit. Ja. Das ist schon ein bisschen fies. Okay, jetzt die Frage natürlich, ist das... Ich glaube, der Typ hat sich davon gemacht. Der hat die Explosion genutzt, der hat das gefaked und hat sich davon gemacht. Jede Menge Gewebe. Die Explosion muss Skibo auseinandergerissen haben. Schwefelrückstände? Schwefel. Garantiert kein Bestandteil des Silos. Passt zu einer Bombe. Mehr erfahre ich wohl nicht. Ich sollte Irissa in Kenntnis setzen. Ja, das kannst du gerne gleich machen. Aber erstmal gucken wir, hat hier irgendwo ein bisschen Elex überlebt? Ist hier vielleicht Elex rausgefallen? Irgendwo hin, dass wir das vielleicht bergen können? Damit nichts verloren geht. Ist ja auch kostbar. Okay, außerdem speichere ich mal kurz und fliege mal da oben die Flamme. Einfach nur, weil ich neugierig bin. Warte. So, speichern. Dann fliegen wir ganz kurz. Nur mal gucken. Ich weiß nicht, was hier sein soll. Aber hier ist nichts. Okay. Ein großes, rundes Nichts. Eigentlich müsste eine der Krähen jetzt auf diesem Schädel da, auf diesem schreienden Schädel landen. Und immer dran picken. So. Gut. Und die anderen Silos sehen einfach normal aus hier, ne? Den hat es komischerweise nicht zerlegt. Aber ich mag es, dass die ganzen Krähen hier jetzt kreisen. Finde ich irgendwie gut. Schönes Detail. Was liegt da hinten? So, die anderen Silos, alle noch komplett intakt, war nur der eine Silo. Okay. Nochmal speichern. Was war das? Nichts. Okay. Wollte mal gucken. Klappt. Aber hier ist nichts. Schade. Aha. Okay. Dann kann ich ja drauf gehen. Ja. Okay. Gut, wir müssen wieder Bericht erstatten. Müssen wir gucken, wo die Dame war. So. Gut. Hier kommen wir jetzt zurück, ne? Xell, alles klar. Das waren alle Fragen, die ich hatte. Vielen Dank. Und wir müssen wieder zurück und Bericht erstatten. Bericht. Für den Kehricht. Wo war... Das war da hinten, glaube ich, irgendwo, ne? Oder? Wo? Okay, weißt du was? Bericht erstatten. Audienz bei den Klerikern? Nein. Spurensuche bei den Alps. Da ist es ja auf der Karte. Markieren. Und wir müssen doch in die Richtung. Da war es ja, war es doch das Gebäude hier, okay. So. Bitte nicht abdrängen. So, folgendes, Irissa.
Hast du die Informationen, um die ich dich gebeten habe? Was genau beim Silo passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber alles spricht für einen Bombenanschlag. Aber sicher doch. Und als nächstes erzählst du mir, Skibor war der Urheber. Das ist nur eine Möglichkeit. Aber es ist eine. Neben seinen Überresten habe ich auch noch Metall entdeckt, das nicht vom Silo stammt. Fremdes Metall? Dann ist das wohl doch ein Indikator, dass an deiner Bombentheorie etwas dran sein könnte. Na sowas. Trotzdem benötige ich stichhaltigere Beweise. Elexitor Azog will Fakten. Du wirst welche liefern. Okay. Ja, dann. Gut. Wie geht es weiter? Da die Spuren beim Silo nur unzureichende Ergebnisse geliefert haben, benötigen wir einen neuen Anhaltspunkt. Was ist mit Skibors Vergangenheit? Vielleicht finden wir dort ein paar Antworten. Das bezweifle ich. Unsere Agenten genießen Privilegien. Sie in Frage zu stellen, kann ungeahnte Folgen haben. Privilegien interessieren mich nicht. Wenn ich den Fall aufklären soll, dann zu meinen Bedingungen. Nun gut. Da die Zeit drängt, bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Du erhältst hiermit die Erlaubnis, seine Unterkunft zu inspizieren, bevor wir ein weiteres Silo verlieren. Okay, Hinweis erhalten. Wo befindet sich Skibors Unterkunft? Im Sektor der Agenten, wo auch sonst. Ach klar. Cool, danke, dass du mir da so... So, dann direkt wieder Skibors Vergangenheit auf der Karte markieren. Warte mal, ist das hier drin oder was? Im Sektor der Agenten? Ah. Der hat hier gewohnt. Was ist denn das da oben alles? Oh, warte mal. Ach, das ist genau hier. Was machst du hier? Du unterbrichst eine laufende Ermittlung. Hast du auch einen Namen? Zarek. Und jetzt, wo das geklärt ist, kannst du gehen. Wenn hier einer gehen muss, dann du. Ich bin im Auftrag Irissas hier. Irissa? Das ändert einiges. Wir wollen das Gleiche. Auch ich soll herausfinden, wer für die Zerstörung des Elex-Silos verantwortlich ist. Sicher? Sie hat dich mit keiner Silbe erwähnt. Das wundert mich nicht. Elexitor Azog gab mir den Auftrag. Er will die Untersuchung intensivieren. Deswegen arbeiten er und Commander Irissa parallel an der Aufklärung des Vorfalls. Lüge. Nur stoße ich an die Grenzen des Machbaren. Wir sollten also kooperieren. Ah, okay. Arbeiten wir zusammen, aber ich würde gerne Irissa Bescheid sagen. Gut. Arbeiten wir zusammen. Ausgezeichnet. Ich habe bereits einige Informationen sammeln können. Und was hast du bisher herausgefunden? Bisher deutet nichts auf eine Beteiligung Skibors hin. Diese Unterkunft unterscheidet sich nicht signifikant von den anderen. Gleiche Einrichtung, gleiche Ausstattung, mit einer Ausnahme. Der Tresor. Mir ist es bisher nicht gelungen, ihn zu öffnen. Das ist doch eine Kleinigkeit für dich. Wäre ja nicht der Erste. Psst, psst, psst. Du könntest es zur Abwechslung ja auch mal probieren. Ich habe andere Fähigkeiten. Ich konnte zwar eine Sperre aufheben, die es unmöglich gemacht hatte, einen Code einzugeben, nur ist mir dieser nicht bekannt. Was ist so ungewöhnlich an dem Tresor? Die Sperre. Dass man seinen Tresor mit einem Code sichert, ist nichts Besonderes. Das tun die meisten. Aber eine Sperre zu installieren, die diese Eingabemöglichkeit verhindert, ist ungewöhnlich. Irgendwo muss es einen Hinweis auf den Code geben. Ich konnte bisher nichts finden, aber vier Augen sehen mehr als zwei. Wir rücken erst ab, wenn das Ding offen ist. Gib mir Bescheid, wenn du etwas gefunden hast. Mach ich. Naja, muss mir ja nicht gefallen. Nee, muss es auch nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich damit auch was anderes bezweckt. Wie komme ich hier wieder runter? Irissa, sag mal. Wir reden später. Oh, Mist. Fuck it. So, hä? Aber bin ich jetzt...
Bin ich jetzt vorher oder nachher? Oh nein. Ich habe doch vorher gespeichert. Warum hat der Autosave danach ich war nämlich unsicher, ob ich das machen soll. Ich wollte das eigentlich so haben. Jo. Ich wollte es nämlich eigentlich so haben, dass ich seine Dingens annehme. So. Okay. Ich dachte nämlich, ich kann Irissa Bescheid sagen. So, weißt du, so, hä, wer ist denn der Typ? So, in der Richtung. Aber offenbar geht das nicht. So, hier ist auch nichts. Okay, ich wollte nur mal gucken, ob ich was looten kann. Okay. Doof. Deswegen wollte ich jetzt mit der Konsequenz auch nicht leben. So, nochmal das Gespräch, bitte. Was machst du hier? Ja. Du unter... Hast du... Zarek. So. Ich arbeite allein. Ich arbeite allein. Ich für gewöhnlich auch. Nur sind nicht wir es, die das zu entscheiden haben. Ach. Wenn eine Zusammenarbeit schnellere Ergebnisse liefert, dann ist dies im Sinne Elexitor Arzogs. Sich seinem Willen zu widersetzen, ist nicht zielführend. Konzentrieren wir uns daher auf das akute Problem. Und was hast du bisher herausgefunden? Bisher deutet... Okay. Interessant. Ich habe eigentlich gedacht, dass es dann einen anderen Weg nimmt. Ich habe gedacht... Gib mir Bescheid, wenn du etwas gefunden hast. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wo Arzog ist. Ja gut, hier finde ich ihn sowieso nicht. Zu ihr muss ich auf jeden Fall noch hin. Gut. Ja, naja, mehr oder weniger, ne? Okay. In den Stuhl. Das ist verdächtig. Das ist sehr verdächtig. Ich check mal nach Fingerabdrücken, ja? Ah ja. Schlechter Zeitpunkt. Hä? Schlechter Zeitpunkt. Das ist jetzt noch nicht möglich. Ach so, weil wir müssen erstmal das hier finden, ne? 10:32, 13:57, 19:48, 23. Was? Ich meine, klar, ich kenne diese Art Rätsel, aber ich habe mir... Das war viel zu schnell wieder weg, ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Das ist doch normal, wenn man das jetzt mal Trash findet. Okay, warte. Audiolog. Geschriebenes Audiologs. Skibor. Enthält aber Zahlen. Wäre schön, wenn die Zahlen hier stehen würden. Ich habe nichts zu schreiben da und... was mache ich jetzt? Ich habe halt nichts zu schreiben da. Ja komm, wir machen das. Machen wir nächste Folge. Machen wir, ich hole jetzt was zu schreiben und dann machen wir nächste Folge hier weiter. Shit. Ich kann es ja mit Popel auf den Tisch schmieren, aber dann kann ich es nicht lesen. Gut, nächste Folge, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge knacken wir den Tresor von Skibor. Skibidi-bibim-bam-bum-bab. So. Wo ist er? Achso, okay. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao mit Wahoo.